Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen heute hier in dem Meeting für das Seminar Der Heilige Geist und seine Führung. Wir befinden uns heute im Kapitel 14 für die Wahrheit lehren, Römisch 5, der Kreis der Sühne, Absatz 3. Das nehmen wir heute durch, lesen diesen Absatz vor und anschließend lesen wir ihn nochmal vor und erklären ihn Satz für Satz. Wir verbinden uns erst einmal einige Sekunden im Geist mit dem Bruder in der Erlösung. Lassen also zu, dass wir zurücktreten im Geist und dem Heiligen Geist die Führung überlassen. Wir nehmen den Leitsatz, lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Wir nehmen auch noch hinzu, ich bin kein Körper, ich bin frei. Denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf, aus dem Übungsbuch. Nehmen noch hinzu die Entscheidungsregel Nummer 1 aus dem Kapitel 30. Heute will ich keine Entscheidungen selber treffen. Wenn ich keine Entscheidungen selber treffe, ist dies der Tag, der mir zuteil wird. Wir wiederholen alle drei Leitsätze nochmal still im Geist. Die Leitsätze im Geist still weiterlaufen und wir kommen zur Feedbackrunde. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich ruhig und dankbar. Vielen Dank. Ira, wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback, lassen ihn im Geist, lassen es im Geist ein wenig ausgedehnt werden. Feedback von mir. Ich fühle mich jetzt gerade so eingehüllt in der Liebe Gottes, im Frieden und in der Freude. War da drin so ein bisschen gemütlich, fühle mich da drin wohl. In diesem Wohlfühlen gehen wir jetzt Kurs in Wundern an, indem wir jetzt uns nur einen Absatz vornehmen. Und zwar, wie schon gesagt, befinden wir uns im Kapitel 14 für die Wahrheit wahrnehmen, für die Wahrheit lehren, Römisch 5, der Kreis der Sühne, aus Ein Kurs in Wundern erschienen im Goldhof Verlag. Herausgegeben von der Foundation for Inner Peace. Und wir sind im Absatz Nummer 3. Ich lese vor, du kannst vom Verstehen wollen als das Haben wollen loslassen und dich hingeben.
und die Erkenntnis in dir aufdämmern lassen. Gesegneter Sohn eines gänzlich segnenden Vaters. Die Freude ward für dich erschaffen. Wer kann denn verurteilen, wer kann den verurteilen, den Gott gesegnet hat? Es gibt im Geiste Gottes nichts, was nicht seine leuchtende Unschuld teilt. Die Schöpfung ist die natürliche Ausdehnung der vollkommenen Reinheit. Deine einzige Berufung hier ist, dich mit tatkräftiger Bereitwilligkeit dem Leugnen der Schuld in allen ihren Formen zu widmen. Anzuklagen heißt nicht zu verstehen. Die glücklichen Schüler der Sühne werden zu den Lehrern der Unschuld, welche das Recht aller ist, die Gott erschaffen hat. Verweigere ihnen nicht, was ihnen zusteht, denn du erhältst es nicht nur ihnen vor, du enthältst es nicht nur ihnen vor. Ja, wir sind jetzt hier am Ende dieses Absatzes angekommen und verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dem Absatz, lassen ihn einen Moment lang ausdehnen. Ja, kommen wir zur Feedback-Runde. Ja, ich sehe gerade, die Janette ist gekommen. Janette, du kannst ein Feedback, you can give a feedback in English. How do you feel now in this moment? Hi, aloha. I'm glad to be here. I tried going on the YouTube, but I think it's down or something. I don't know, but I made it here and I'm grateful. Yeah. Thank you very much, Janet. You're welcome. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dir und mit deinem Feedback. Lassen das Feedback ein bisschen im Geist ausgedehnt werden. Kommen wir zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Ja, ich fühle mich gut und irgendwie so beglückt. Ja, und auch schön, dass Janet da ist. Good morning, Janet. Happy that you are here, that you found your way here. And yeah, thank you. It's a bit dark over here, but ja, danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und mit deinem Feedback. Lass uns auch im Geist noch ein wenig ausgedehnt werden. Und dann kommen wir zu mir, zu meinem Feedback. Ja, freue mich auch, jetzt, dass Janet da ist und dass Nihira da ist. Ich fühle mich gut.
fühle mich sehr tief im Frieden und dankbar. Wir verbinden uns einige Sekunden im Geist mit dem Feedback von mir und lassen es auch im Geist ausgedehnt werden. Ja, so wie wir jetzt sind, gemütlich und im Frieden Gottes, gehen wir jetzt dann diesen Absatz hier nochmal an. Ich lese nochmal vor, Kapitel 14, für die Wahrheit lehren, Römisch 5, der Kreis der Sühne, Absatz 3. Und du kannst vom Verstehen wollen wieder loslassen. Und die Erkenntnis in dir aufdämmern lassen. Gesegneter Sohn eines gänzlich segnenden Vaters. Komma. Bis zu diesem Komma erstmal. Ja, wir haben jetzt hier nochmal eine Klarstellung in diesem Halbsatz. Und zwar, du bist als der Sohn Gottes gesegnet. Als der eine Sohn Gottes und dein Vater ist ein gänzlich segnender Vater. Also er segnet gänzlich, er segnet aus seiner Ganzheit heraus die Ganzheit. Und das heißt, er tut auch nichts anderes als segnen. Also er dehnt ausschließlich nur seine Liebe auf alles und jeden aus, also auf den Sohn Gottes, der als eins geheilt ist in der Dreieinigkeit, Vater, Heiliger Geist, Sohn. Das ist alles, was es gibt in der gesamten Schöpfung, die sich durch ihn ausdrückt. Also gesegneter Sohn eines gänzlich segnenden Vaters. Er spricht dich so an. Du bist es. Du bist dieser gesegnete Sohn eines gänzlich segnenden Vaters, also der Sohn Gottes. Die Freude ward für dich erschaffen. Jetzt haben wir ja hier einmal das Wort Freude. Und dann haben wir jetzt hier noch das Wort ward. Es schreibt sich WARD. Das ist nicht wahr. Ja, das ist wahr, weil es in der Gegenwart ist. Das heißt also, sie wird und wahrt. Also sie ist in der Allgegenwart für dich erschaffen worden und wird in der Allgegenwart für dich erschaffen. Und ja, weil es eine Vergangenheit und eine Zukunft nicht gibt, gibt es nur die Ewigkeit und die Allgegenwart. Deswegen wird jetzt in diesem Moment für dich erschaffen, also jetzt gerade in diesem heiligen Augenblick, jetzt wird für dich vollkommene Freude erschaffen und nur für dich. Nur du, der Sohn Gottes bist. Nur für dich, der du, der eine Sohn Gottes bist, wurde die vollkommene Freude von Gott für dich erschaffen. Ja, in dieser Klarheit müssen wir sein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in der Welt uns auf irgendeine Art, und das passiert ja, schau mal in deinem Geist, ob das vielleicht schon heute Morgen dran gewesen ist, dich in irgendeiner Art und Weise ungerecht behandelt fühlst, also benachteiligt fühlst, dann ist es nur dafür da, damit du dich in einem Ego-Denksystem wiederfinden kannst, identifizieren kannst. Es ist aber nicht die Wahrheit, weil die Freude nur für dich erschaffen wurde. Also nur du sollst freudig sein und alles, was da ist, ist für dich, ist nur ausschließlich für dich. Schau dich also jetzt einfach in dir um, wie du dich fühlst und auch in deinem Außen um.
Und schau dir alles an, was da jetzt im Moment da ist. Das ist alles für dich und das, was du in dir fühlst, den Frieden Gottes und die Freude Gottes. Das ist alles für dich. Das ist alles nur für dich. Alles, was du denkst, was dir entzogen werden könnte, beispielsweise in der Zukunft, weil irgendjemand anders scheinbar dort mehr bekommt als du oder eine andere Frage besser beantwortet bekommt, als du sie in der scheinbaren Vergangenheit beantwortet bekommen hast, dem du glaubst, dass du die Gabe nicht erhältst, ist alles der Illusion zugehörig, ist alles dem Raum, Zeit, Kontinuum, was ja nicht existiert, zugehörig und deswegen nicht wahr. Aber die Freude, die du in dir aufdämmern lassen kannst und ausdehnen lassen kannst, die für dich ist, also was wir gestern schon gesagt haben, ich wähle Gottes Freude anstatt Schmerz, oder ich hatte dann gestern in Klammern fälschlicherweise gesagt, anstatt Glück, habe dann aber noch mal darüber nachgedacht und gedacht, na ja, wenn das Glück der Welt damit gemeint ist, dann stimmt der Leitsatz natürlich so auch. Ich wähle Gottes Freude anstatt Glück, anstatt weltliches Glück. Das ist natürlich richtig, weil weltliches Glück gleich Schmerz, weil in der Welt nur gegeben wird, damit es entzogen werden kann. Das Ego gibt nur, um es wieder daraufhin zu entziehen, um dir das Gefühl des Entzugs zu vermitteln. Das heißt also, wenn du eine weltliche Gabe bekommst, ist sie endlich. Sie ist nicht ewig. Sie ist endlich. Sie muss vorbeigehen. Alles, was in der Welt geschieht, muss auf irgendeine Art und Weise sterben und vorbeigehen. Es sind Prozesse, es sind Abschnitte. Und dadurch, dass es vorbeigeht, sollst du traurig werden. Die Liebe Gottes aber und der Freude Gottes, der Frieden Gottes sind ewig in dir festgelegt. Das ist die wahre Festsetzung in dir. Ja? So, jetzt schauen wir mal weiter. Wer kann den verurteilen, den Gott gesegnet hat? Also weder du kannst deinen Bruder verurteilen, noch dein Bruder kann dich verurteilen. Weil Gott den Sohn Gottes gesegnet hat und das ist du und der Bruder gleichzeitig. Es gibt im Geiste Gottes nichts, was nicht seine leuchtende Unschuld teilt. Also diese Unschuld in uns, fühl dich ein, ob das eine leuchtende Unschuld ist. Fühl das Leuchten in deinem Geist. Das ist die Unschuld, wovon wir hier reden. Also die Unschuld ist nicht einfach nur irgendein leerer Raum, sondern es ist das Leuchten, das freudige Leuchten in dir. Es ist dein erleuchtet sein. Du bist erleuchtet mit Freude. Und diese leuchtende Freude ist die leuchtende Unschuld. Und sie wird mit allem geteilt. Hier steht, es gibt im Geiste Gottes nichts. Und wir wissen, der Geist Gottes ist alles. Und du bist der Geist Gottes. Alles, was du bist, ist der Geist Gottes. Alles, was du siehst, ist der Geist Gottes. Alles, was aus dir ersteht, ist der Geist Gottes. Die Schau Christi, die aus dir ersteht, die du siehst, ist der Geist Gottes. Das nicht seine leuchtende Unschuld teilt, also alles, was du siehst, was die Schau Christi ist, was aus dir ersteht, ist leuchtende Unschuld.
Du und alles, was du siehst, ist leuchtende Unschuld, was aus dir entsteht. Die Schöpfung ist die natürliche Ausdehnung der vollkommenen Reinheit. Ja, also nochmal, die Schau Christi, die Schöpfung, das, was du schöpfst als Mitschöpfer mit Gott, als der Sohn Gottes, was nur aus Liebe ist, weil Gott nur Liebe ist und du bist es auch. Also alles, was du mit der Liebe Gottes ausdehnst und schöpfst, ist die natürliche Ausdehnung der vollkommenen Reinheit, ja, weil du nur reiner Geist bist, du bist nur reiner Geist und deswegen ist es die Ausdehnung deines reinen Geistes und deswegen ist es vollkommene Reinheit. Daran gibt es nichts auszusetzen. Alles ist richtig. Alles stimmt. Deine einzige Berufung hier ist, und jetzt kommen wir zu der Berufung, wir nennen es jetzt Berufung. Eben haben wir es noch Funktion genannt, die Funktion, deine Funktion in der Sühne. Wir glauben aber in der Welt, einen Beruf zu haben, eine Berufung zu haben. Wir glauben aber auch, von Gott berufen zu sein zu etwas. Und wir sind berufen, die Funktion der Sühne vollkommen zu erfüllen. Und das ist hier gemeint und nicht der Beruf, den das Ego dir in der Welt gibt. Ja, mit dem du dich in der Welt identifizieren sollst, sondern hier die Berufung. Deine einzige, und wir reden von einer einzigen Berufung, nicht von einer mannigfaltigen, sondern von einer einen einzigen Berufung ist. Jetzt schauen wir, was das ist, ja. Hier, mit dem hier ist die Welt gemeint. Es ist die Welt gemeint, die transformiert werden soll in den Himmel. Also, Jesus hat gesagt, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Das macht er nicht einfach mal so von da oben, sondern er macht es durch dich. Er lässt dies durch den Sohn Gottes geschehen, weil er der Sühne, also des Heilsplan Gottes vollkommen gewahr ist. Vollkommen gewahr ist. So, jetzt schauen wir uns was an, was das ist. Deine einzige Berufung hier ist, dich mit tatkräftiger Bereitwilligkeit. Ja, wir haben schon von der kleinen Bereitwilligkeit gesprochen. Jetzt steht aber hier tatkräftige Bereitwilligkeit. Und das impliziert so eine Art vollkommenen inneren Entschluss, den du in dir getroffen hast und den du vom Heiligen Geist in dir hast treffen lassen, den deine kleine Bereitwilligkeit hat zur Folge kommen lassen. Also das ist die Folge dessen, was deine kleine Bereitwilligkeit in Gang gesetzt hat. Ja, also der Heilige Geist hat deine kleine Bereitwilligkeit genommen und hat daraus eine tatkräftige Bereitwilligkeit gemacht, dem Leugnen der Schuld. Das heißt also, mit anderen Worten gesagt, überall, wo Schuld aufploppt in deinem Geist, überall, wo diese Guiltiness, diese Schuld aufploppt, wo du sie siehst, da muss sie geleugnet werden. Das kannst du mit dem Ego nicht machen. Mit dem Ego ist es nur eine Lüge. Aber unter der Führung des Heiligen Geistes kannst du diese Lüge Schuld auf eine andere Weise leugnen. Und zwar in einem Läuterungsprozess. Der Läuterungsprozess funktioniert folgendermaßen. Du siehst die Lüge Schuld und sagst, Heiliger Geist, ich gebe dir diese Lüge Schuld in deine Hände, damit du sie für mich aufhebst und sie das Wahre vom Falschen trennst. Also aufhebst in den Himmel und im Himmel
nimmt er es und er trennt das Wahre vom Falschen. Er trennt die Spreu vom Weizen, ja. Und wenn du nur das Wahre zurückgibst, dann gibt er dir dich selbst als schuldlos zurück. Du wirst sündenlos und schuldlos wieder auf die Erde gesetzt und zurückerstattet. Ja, also dieser Aufhebungsprozess geschieht letzten Endes mit dir selbst. Ja, er macht die Schuld von dir weg. Er läutert deinen Geist, er läutert deine Gedanken. Du bist ein Gedanke Gottes und du glaubst dann aber etwas zu sein, was selber Gedanken hat, Gedanken der Schuld. Und dann denkst du selber, dieser Gedanke zu sein, dieser Gedanke der Schuld. Also siehst es in deinem Bruder und denkst es selber zu sein. Das kann der Heilige Geist auf diese Art und Weise für dich reinigen, läutern, ja, wieder von dir entfernen. Diese Last der Schuld kann er von dir entfernen. Nur ausschließlich und alleine darum geht es, dass du ständig das Leuchten deiner Unschuld weiter, ja, empfinden kannst, ausdehnen kannst, teilen kannst. Also schauen wir jetzt von hier, wie es weitergeht. Tatkräftige Bereitwilligkeit, dem Leugnen der Schuld in allen ihren Formen zu widmen. Ja. Die Schuld tritt in vielen Formen auf, in vielen Arten und Weisen, in der Welt, in einer Vielfalt, in einer Vielfältigkeit, tritt sie überall zutage. Und überall dort sollst du sie erspähen und dann leugnen, also dann wissen, leugnen durch den Läuterungsprozess, ja. Also alles transformieren, du sollst es sehen und erkennen, dass es nicht wahr ist. Und jetzt kommt hier, jetzt geht's hier weiter mit Anzuklagen heißt. Und wer kennt denn dieses Wort Anklagen nicht? Anklagen in der Sühne, ja. Ich befinde mich in der Sühne, im Heilsplan Gottes und liege morgens im Bett und klage meinen Bruder an, dass er etwas Falsches tut im Geist, ja. Und das heißt, nicht zu verstehen. Das heißt also, du befindest dich in der Sühne, im Lehrplan Gottes, im Heilsplan Gottes, klagst an und das heißt, in dem Moment verstehst du die Sühne nicht. Das ist alles. Du bist dann also einfach, du setzt dich außen vor. Du willst, dass du außerhalb der Sühne bist in diesem Moment. Kannst aber nicht außerhalb der Sühne, du bist weiter in der Sühne. Kannst dich nicht da rausnehmen. Aber das ist ein Versuch, du versuchst dich da rauszunehmen, du willst dich isolieren, du willst dein eigenes Ding machen auf einmal. Und davon das ab, weil es bringt nichts. Es ist eine unnütze Reise. Sieh ein, dass das nicht dein Weg ist, irgendetwas anzuklagen oder dich selbst als Angeklagten darzustellen, indem du es auf irgendeine Art und Weise so in der Welt machst. Ja, lass diese Klage wieder von dir gewiesen werden. Der Heilige Geist wird alle Klage von dir weisen, die du selbst auf dich gerichtet hast. Es ist ein Angriff auf dich selbst. Also Anklagen heißt nicht zu verstehen. Die glücklichen Schüler, und damit bist du gemeint, du bist der glückliche Schüler. Du bist der glückliche Schüler. Niemand anderes ist gemeint. Du, natürlich ich. Du, wir sind die glücklichen Schüler. Nihira, Janet und ich und alle anderen, die es gibt, die das hier sehen, die das hören und die einfach wissen, sie sind der glückliche Schüler in der Sühne, in der Schau Christi, bist du der glückliche Schüler. Das Wort heißt glücklicher Schüler und nicht trauriger Schüler. Du bist ein glücklicher Schüler. Ja. Danke.
Es ist irgendwie angekommen, scheinbar. Ich sehe jetzt hier ein Herz. Vielen Dank, Janette. Ja, also die glücklichen Schüler der Sühne werden zu den Lehrern, und jetzt schauen wir mal, zu welchen Lehrern sie denn werden. Sie werden zu den Lehrern der Unschuld. Du lehrst also Unschuld. Du lehrst deine Brüder und dich selbst Unschuld. Ich habe jetzt hier ein Verbindungsproblem auf dem. Ja, ist egal. Das ist halt so. Ja, und es geht wieder weiter. Verbindung ist wieder da. Lehrern der Unschuld, welche das Recht aller ist. Also du siehst hier ganz klar und deutlich, Unschuld ist das Recht aller. Wenn du also einen Brief bekommen hast, in dem du schuldig gesprochen wirst, berufe dich auf das Recht aller der Unschuld. Ja? Du bist alle. Du gehörst dazu. Du bist ein Teil von allem. Du bist in der Ganzheit. Du bist der Sohn Gottes. Und Unschuld ist das Recht aller. Jede einzelne Traumfigur ist der Sohn Gottes und ist damit unschuldig. Es gibt keinen, der höher gestellt ist. Alle sind gleich. Alle sind gleich. Es gibt keinen, der ein Meister eines anderen ist, ein Guru eines anderen. Es gibt keinen Guru. Es gibt nur eine Ebene, eine Gleichheit. Vergiss die Hierarchie. Hierarchie stimmt nicht. Es ist Ego-Denksystem. Hör auf mit Hierarchie. Unschuld, welche das Recht aller ist. Ja, auch der Mann steht nicht über die Frau. Das ist Hierarchie. Das ist falsch. Welche das Recht aller ist. Aller, die Gott erschaffen hat. Und alle, die Gott erschaffen hat, bist du. Gott hat nur dich erschaffen, nur den einen Sohn Gottes, aber er tritt hier eben in der Welt als viele auf. Es ist aber immer noch ein und derselbe. Verweigere ihnen nicht, was ihnen zusteht. Du würdest ihnen verweigern, was ihnen zustünde, wenn du sagen würdest, du oder du oder du bist schuldig. Und du hast mich ungerecht behandelt und ich bin jetzt sozusagen ins Hintertreffen geraten dadurch. Also ich werde jetzt nicht mehr gesehen. Du wirst aber voll gesehen. Du wirst vollkommen gesehen. Denn du erhältst es nicht nur ihnen vor. Ja, also du würdest es nicht nur ihnen vorhalten, sondern auch dir selbst. Und allen anderen. Und Gott. Und dem Heiligen Geist. Du enthältst es allen vor. Ja? So, wir sind jetzt hier am Ende dieses Absatzes angekommen und verbinden uns einige Sekunden im Geist und lassen diesen Absatz einige Sekunden lang im Geist sinken und sich ausdehnen. Genießen so diese Befreiung von der Schuld. Lassen zu, dass diese Befreiung von der Schuld weiter stattfindet, sich weiter ausdehnt. Wir genießen, dass der gesamte Sohn Gottes, dass alle von der Schuld befreit sind. Wir lassen alle aus der Schuld heraus. Egal wie sie auch immer aussehen mag. Wir entlassen alles aus der Schuld. Wir entlassen die Schuld. Die Schuld wird gefeuert. Wir brauchen sie nicht. Wir brauchen keine Schuld. Ich brauche nichts, denn den Christus in mir. I need nothing than Christ in me. Und das heißt keine Schuld. No gift.
Wir fühlen uns ein und kommen zur Feedback-Runde. Und ja, Jeanette, how do you feel now in this moment? Aloha. So I have a little translator here. I got some of what you said. So that's nice. That was a compliment. Thank you. And I feel really good that joined and the Holy Spirit's here and I need nothing but Christ. Yeah. Thank you. Yeah, thank you for your feedback. Thank you, Jeanette. Yes, danke. Es kommt an, it's coming here. Feedback, das Gefühlsfeedback kommt bei mir an. Und ich bin sehr dankbar dafür. Wir lassen es ausdehnen im Geist. Lassen es ausgedehnt werden. Nehmen es ganz an, wir nehmen die Sühne und die Unschuld ganz an, ganz und gar für uns selbst an. Und natürlich für alle und für jeden dann mit. Und dann kommen wir zum nächsten Feedback. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Oh, hier. Yeah. ja, ich fühle mich auch ganz beschenkt und beglückt und beseelt. Also dieses Thema Schuld ist echt so ein dickes Thema und es ist immer wieder gut, im Kurs davon zu hören und deine Erklärung. Vielen, vielen Dank. Ja, danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir im Geist, mit deinem Feedback. Lass uns ausdehnen im Geist. Kommen wir nochmal auch zu meinem Feedback. Ja, mir hat das wieder sehr geholfen, da mit zuzuhören, mit dabei zu sein, mit dieser Schuldbefreiung wieder in mir zu fühlen. Weil auch ich sehe immer wieder, jeden Tag fängt das Spiel aufs Neue, versucht sich es zu bilden, neue Schuldgefühle zu bilden und immer wieder diese Befreiung zu erfahren. Es ist einfach wunderbar und es fühlt sich so toll an. Ich bin sehr dankbar, wir binden uns einige Sekunden im Geist mit dem Feedback von mir. Ja, vielen Dank. Und wir gehen heute so wie auf Zehenspitzen hinaus in die Welt, wo auch immer du dich jetzt befindest, und gehen ganz leise, ja, in die Schau Christi, die aus uns selbst ersteht, und schauen die aufgehende Sonne heute mit Liebe an. Also ich hoffe, dass jetzt nicht irgendwie Wolken davor sind bei dir oder bei mir. Aber wir gehen jetzt einfach raus in die Stille und segnen die Welt. Meine Heiligkeit segnet die Welt, diesen Satz sagen wir, und machen eine 180, eine 360-Grad-Drehung, da wo wir sind. Wir suchen uns einen offenen Platz draußen und machen eine 360-Grad-Drehung. Turn. Okay. Ein Segen in die Welt. Ich freue mich darauf, dich wiederzusehen und abschieden uns für heute. Thank you. Ciao, ciao. Have a nice day, everybody. Hello. Cheers. Cheers. Cheers.